Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video für Trains in World 3. Birmingham Cross City ist jetzt gerade rausgekommen und das schauen wir uns natürlich genauer an. Und wir fangen dabei an mit der Class 323 und schauen, was der Triebwagen so kann. Wir sind hier auf dem Testcenter. Das hat den Grund, dass wir hier das mal ganz ungestört mal machen können, ohne dass uns irgendwie andere Züge nerven oder irgendein Fahrplan etc. Und jetzt schauen wir uns mal den Triebwagen hier an. Rein von den Details her, muss ich sagen, sieht es okay aus. Auch das Drehgestell hier. Interessante Lackierung, da wird es dann vermutlich demnächst schon mal bald mehr geben. Sobald dann jetzt hier die ganzen Liveries draußen sind von den kreativen Leuten. Ich glaube, da hört man die Klima. Ja, also rein von der Grafik her habe ich jetzt erstmal nichts auszusetzen. Wir sind hier in der Doppeltraktion. Auch gekuppelt sieht es okay aus. Ich würde sagen, wir schauen uns den Zug mal von innen an. Bitstack. Keine Werbung hier. Okay. Dazu gehen wir in den ersten Triebwagen. Und dann schauen wir, dass wir hier mal die Tür aufmachen. Was kann ich? Jetzt. Entschuldigung. Schade, dass das hier nicht ausfährt. Ich frage mich, ob wir das im Führerstand einstellen können. Aber ja, das ist ja hier von innen. Sehr viele Informationen. Kann man sogar lesen. CCTV. In use for your safety and security. Alles klar. Da geht's zum Führerstand. Ja, Sitzdetails. Ist okay. Ich kann jetzt nicht sagen, inwiefern das realitätsnah ist. Also vom Livery her. Aber ich gehe mal davon aus, das passt. Der Next Station ist Punkt. Da wäre jetzt noch die Frage. Oh, das ändert sich sogar. Welcome aboard to this service too. Weiß er natürlich jetzt nicht. Weil wir hier auf Testcenter sind. Aber wenn wir dann unterwegs sind. Not in service. Alles klar. Ich hoffe mal, das wird sich anpassen. Gehen wir mal weiter. Ich glaube, da könnte man Werbung hier platzieren. Ich mache mal ganz kurz das Interface an. Es geht. Schließen geht auch. Der erste Durchgang. Oh, das sieht so aus, als wenn hier die Toilette wäre. Kann man die aufmachen? Nee. Aber boy, da ist ganz schön eng hier auf der Seite. Interessante Designentscheidung. Und irgendwo hier in dem ganzen Zug müsste es ein Panel haben für den Zugbegleiter, der die Türen auf und zu machen kann. Es wird nämlich erklärt im Tutorial, dass die Türen normalerweise hier vom Zugbegleiter gesteuert werden, aber wir können die halt auch im Führerstand steuern. Ich sehe es irgendwie nicht. Ich glaube, das müsste schon der Führerstand sein. Ja. Das ist der Führerstand. Da gibt es nicht sehr viel zu sehen. Wir haben hier die einzelnen Sicherungen, die wir betätigen können. Unser Arbeitsplatz hier. Auf der rechten Seite auch nicht sehr viel. Einmalsitz können wir runter machen. Können uns da auch hinsetzen. Da haben wir die ganzen Scherze wie ABS-Isolierung und Co. PCS, TS und hab ich tot. Je nachdem, mit was man halt fahren will. DRA. Dich würde ich auf alle Fälle isolieren. Dann Türsteuerung. Tür schließen, rechte Tür freigeben. Signalsammer. Okay. Rechte Tür freigeben. Auf der linken Seite gibt es das Ganze nochmal mit der linke Tür. Da, linke Tür. Da, rechte Tür. Tür schließen. Ja, und ansonsten ist die Steuerung eigentlich relativ überschaubar. Wir haben hier einen Kombihebel für Gas geben und Bremsen. Richtungswender. GSMA.
Das glaube ich nicht funktioniert. Tut sich gar nichts. Ah, doch. Ich kann es einschalten. Oha. Aber ich kann vermutlich nicht sehr viel machen, ne? Fahrdienstleiter kontaktieren, das geht. Nee, ich kann da sonst nichts machen. Also zumindest nichts Sinnvolles. Testing. Das ist okay. DPBS. Notbremse. Ja, das war's. Sonnenblende können wir noch runter machen. Komplett runter. Alles klar. Geht auch hier. Ja, und ansonsten war's das. Ah, Fahrgastraumbeleuchtung. Ein aus. Ist an. Ist aus. Funktioniert. Dann Türschlüssel. Den müssen wir aktivieren, wenn man hier die Türsteuerung machen will. Regenerative Bremse ein. Ich wüsste nicht, warum man die ausmachen sollte, außer beim Defekt. Ja, das war's eigentlich. Hier können wir auch noch raus. Aber ich sehe jetzt hier keinen Schalter für die Trittbretter. Schiffer, Door Release, Door Release. Nee. Ein Recorder, Low Boards. Widerstand Klimaanlage, Widerstandsbeleuchtung, Ventilator. Das ist der hier. Ja, das wäre dann das Pistsystem. Ja, ich gehe mal davon aus, es würde normalerweise automatisch laufen hier mit den Trittbrettern. Aber für das kenne ich die Class zu wenig, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es dann halt automatisch geht. Oder Moment mal. Nee, die können gar nicht ausfahren. Die sind permanent so. Okay. Ja, da muss man halt je nach Bahnsteig ein bisschen aufpassen. Weil hier zum Beispiel ist doch eine große Lücke. Also viel Spaß mit dem Rollstuhl. Ich dachte gerade echt, die werden ausfahrbar. Na, egal. Okay, ich würde sagen, wir machen mal das Einführungsszenario, denn da gibt es historisch noch interessante Fakten über die Linie, über die wir gleich fahren werden. Und dann machen wir selbst eine Tour und schauen mal, wie die Strecke so aussieht. Also, hier kommt der Schnitt. Und los geht's mit der Streckeneinführung. Die dauert nicht allzu lang. Ah, und schon einiges los hier. Willkommen in Bromsgrove, welches sich in Worcestershire in den West Midlands in England befindet. Dieser Bahnhof wurde ursprünglich im Jahr 1840 als Teil der Birmingham and Gloucester Railway eröffnet und wurde sowohl im Jahr 1969 als auch im Jahr 2016 saniert. Kurze Zeit später, in 2018, wurden die Arbeiten zur Elektrifizierung beendet und dieser Bahnhof wurde eine südliche Endstation für Birminghams Cross City Line. Ja, man sieht jetzt schon, dort dass fehlt die eine KI Probleme hat. Lassen Sie uns das in Ordnung bringen, während wir hier sind. Ja, die habe ich in der Tat schon platziert. Der Zug wird nicht angezeigt. Die hier. Und ich frage mich, wer die liest. Es gibt noch mehr Aufgaben zu entdecken. Platzieren Sie Streckenkarten, füllen Sie alle Blumentöpfe auf, probieren Sie die Schokolade und ziehen Sie die Beeren an. Okay. Warten Sie am Bahnsteig. Ihr Zug kommt in Kürze an. Hier kann man übrigens den Fahrdienstleiter kontaktieren. Finde ich noch spannend. Und da ist auch unser Zug. Nach wie vor keine Anzeige. Wir sind dann im Szenario, wenn wir dann selber fahren, wie dann der Stand mit dem ist. Sonst ein netter Bahnhof hier. Gut, ich glaube, wir müssen in den Wagen hier rein. Ah, diese Sitzbänke. Ja, in den hier. Alles klar, dann machen wir mal eine kleine Mitfahrt. Oh, hier ist echt wenig Platz. Sagen wir, gehen hier rein. Weil wir fahren in diese Richtung weiter. Dies ist Bromsgrove.
Also die Anzeige funktioniert wirklich. Ob hier normalerweise Werbung angezeigt wird? Welcome aboard. This service to... Ja, wohin denn? Die Cross-City Line ist eine Zusammenführung verschiedener Linien, die zwischen 1837 und 1885 gebaut wurden. Die älteste Teilstrecke dieser Linie ist Duddeston, ursprünglich Vauxhall, nach Aston, die damals noch Teil der Grand Junction Railway war. In den 1970er Jahren begannen die Arbeiten, Zugdienste aus dem Norden und dem Süden Birminghams in einer Linie zu vereinen, um der Stadt einen besseren Nahverkehr zu ermöglichen. Aus diesem Grunde wurde ein neuer Bahnhof nahe der University of Birmingham gebaut und Five Ways Station, die seit 1944 geschlossen war, wurde neu eröffnet. Die Arbeiten wurden 1978 abgeschlossen, kosteten 7,4 Millionen Pfund und so wurde die Cross-City Line geboren. Dieser Bereich, auch bekannt als Lickey Incline, ist die steilste befahrene Hauptstrecke in Großbritannien. Auf einer Länge von 2 Meilen verläuft sie über eine Steigung von 2,65%. Ist doch ein interessanter Fakt, muss ich sagen. Kurz nach Eröffnung mussten noch extra Hilfslokomotiven für den Aufstieg bereitgestellt werden. Heute können alle Züge, mit Ausnahme der schweren Güterzüge, diesen Anstieg ohne Hilfe erklimmen. Steigen Sie an Bord eines der einzigartigsten modernen Züge in Großbritannien. Tauchen Sie ein in den dichten Pendlerbetrieb und erkunden Sie das Territorium der West Midlands inklusive der berühmten Lickey Incline. Dies ist Trainsim World, Birmingham Cross City. Ja, und das war's auch schon mit der Einführung. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein Szenario. Beziehungsweise schauen uns mal an, was überhaupt mitkommt mit der Strecke. Zu den Zügen. Strecke auswählen, Birmingham Cross City. Und, wir fangen mit dem Fahrplan erstmal an. Da haben wir im Fahrplan die Class 323, 66, 37,5 und den Hochgeschwindigkeitszug. Und ich würde sagen, fangen wir mit dem Hochgeschwindigkeitszug an. Schauen wir mal, was wir hier für Fahrpläne haben. Einer ganz in der Früh. 13 Minuten nur. Ja, das ist relativ kurz. Schade. Das ist auch kein normaler Dienst. Das ist einmal... Okay, das ist ein normaler Dienst. Leerer HST. Und das ist einmal mit den Triebköpfen. Class 37. Oh, Stunde 20. Diesel Rail Tour. Die komplette Strecke. Aber halt auch wieder... Warte mal, jetzt habe ich auf die falsche Spalte geschaut. Das ist um 4 Uhr, das ist um 22 Uhr, das ist alles in der Nacht. Wann war das jetzt hier? Ah, 2 Uhr, 17, 19, 25. Ja, okay. Wie immer verplant. Class 66. Was haben wir hier? Oh, da haben wir mehr. Das ist der Rail Treatment Train. Was haben wir denn hier? Class 66 EBS. Ja, das sind alle diese... Ah doch. Zementzug, Baustoffzug. Aber sonst sehr viel von diesen Gleisreinigungszügen. Dann der Hauptstar von dem Ganzen hier. Der erste Dienst fängt an um 5:24. Ja, geht danach wirklich den ganzen Tag durch. Im Schnitt so an die 40 Minuten. Ja, wir haben was mit einer Stunde. 1,5 Stunden. Ja, das ist okay. Alles klar. Ja, dann schauen wir mal die Szenarien an. Birmingham Cross City, Szenarien. Haben wir 5. Ein Schneeproblem. Übernehmen Sie einen späten Zugdienst und vermeiden Sie weitere Verspätungen, während Sie gegen die Elemente ankämpfen. Stunde 15. Eine lächerliche Vorstellung. Fahren Sie eine Class 323 Zugdienst während der hektischen Fußballsaison und genießen Sie den warmen Sommertag. Schokoladenzug. Fahren Sie nach Bournemouth und halten Sie New Street, um an einer weiteren Einheit anzukoppeln. 50 Minuten. Rotes Weinen. Fahren Sie eine Class 323 von Redditch aus an einem kalten Wintertag. Klingt auch einfach. Und Thunderstruck.
Ja, dezente Anspielung, ja. Helfen Sie, einen Zug zu retten, der durch den Sturm beschädigt wurde. Okay. Ja, ich würde mal sagen, für den Review machen wir mal eine lächerliche Vorstellung. Da fahren wir ein kleines Stück ab. Mal schauen, wie das so wird. Hier kommt der Schnitt. Okay, und da wären wir auch drin im Szenario. Willkommen in Four Oaks. Es ist ein warmer Sommertag und ein Fußballspiel ist gerade zu Ende gegangen. Erwarten Sie volle Bahnhöfe und Verspätungen. Okay. Ah, und das ist auch schon unser Zug. Gehen wir nochmal ganz kurz rein. Türen wieder zu. Einmal hinsetzen. Und dann machen wir die RA bitte mal kurz isoliert. Das ist nicht isoliert. Das ist okay, das ist okay. Nicht isoliert. Gut. Generalschlüssel rein. Einmal auf neutral. Den RA machen wir aus. Den Schlüssel machen wir rein. Und einmal vorwärts. Okay. Türen entriegeln. Fahrgastraumbeleuchtung ein. Beleuchtung vorne entsprechend einschalten. Tagspitze. Ja, mehr müssen wir eigentlich nicht machen. Ja, ich weiß. Anzeiger ist dunkel. Hoffen wir mal, da kommt noch was. Und da kommt auch schon der Gegenzug rein. Rein als technische Info. Also das ganze Video sind 60 FPS. Das Spiel läuft momentan auch auf 60 FPS. Grafikkarten ist eine RTX 4090. Und dann werden wir mal schauen, wie sich das Spiel so verhalten wird. Alle Einstellungen sind auf Maximum. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir mal wieder so kleine Frame Drops haben. So Dovetail Games typisch. Okay, machen wir die Türen zu. Ach ja. Das ist so ein kleiner Bug mit einem Raydriver. Wenn ich mit dem Raydriver die Tür zumache, dann macht er hier jedes Mal den Türschlüssel rein. Ab die Post. Endlich mal selber fahren. Es wird nur nicht recht schnell hier. Spannend. Sieht schon schön aus, muss ich schon sagen. Bei dem, was ich jetzt so sehe. Fahrgeräusch ist auch okay. Ich kann natürlich nicht beurteilen, inwiefern das realitätsgetreu ist, vom Fahrgeräusch her. Nachdem ich mit dem Original noch nicht gefahren bin. Aber es klingt auf alle Fälle mal nicht schlecht. Was ich aber schon mal kacke finde, das ist das, was wir hier bei den Schienen sehen. Es ist etwas, was nicht sein müsste. Ich wollte gerade sagen, auf der linken Seite ist auch noch was, aber das war Schmutz hier auf der Scheibe. Meilen gleich. Licht könnte man eigentlich einschalten. Auch wenn es eh nichts bringt. Was pur Tischen seid. Oh. Warum das? Es nicht sogar besser sein hier unten? Und der erste Halt. Ne?
Naja, ein bisschen überschossen. Kleine Info, ne? Wenn ihr hier auf Stufe 4 geht, dann ist quasi Stufe 4 sofort die Notbremse. Man sieht es auch hier. Stufe 1, 2, 3 bremsen und dann Emergency. Wenn ihr einmal auf 4 geht, dann bremst ihr euch runter, bis ihr steht. Und dann könnt ihr erstmal wieder fahren. Was mir gerade einfällt. This is Four Oaks. Okay. Moment mal. Ist die Anzeige jetzt literally erst angegangen, als ich näher gegangen bin? Ah, Fahrplan. Ich bin verriegeln. Probiere ich nochmal bei der nächsten Station. Und das ist echt nervig. Warum habt ihr sowas nicht getestet? Ich werde es vorher, also beim nächsten Mal werde ich es manuell machen, hier mit dem Button. Schauen, was er da macht. Aber ja, das wäre schon mal ein Raydriver-Bug. Es ist auch wieder aus. Ich will das anhaben. Ah, wobei, andere... Andererseits, wenn es ein ist, er macht die Türen halt nicht von alleine auf. Weil das ein Zugbegleiter nicht simuliert. Weil ich kann es nochmal manuell machen. Türschlüssel aus. Schon aber dann manuell aufmacht. Ja, ihr habt das Handbuch noch gar nicht angesehen. Eventuell muss man irgendwie eine Tastenkombi machen, dass dann quasi der Zugbegleiter simuliert wird. Dessen bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, man sieht nicht sehr viel von der Umgebung, aber das, was man sieht... Okay, bis auf die Gleise. So viel Geld verlangen, dann hat solche Detailfehler. Echt nicht schön. Oh, Signalhorn habe ich noch gar nicht ausprobiert. Nächster Halt, Chester Road, Bahnsteig 2 in 0,6. Bald. Wird es angezeigt? Ja, Chester Road. Ob er das auch bei anderen Strecken macht? Das muss ich dann wirklich mal ausprobieren. Oh, fuck. Das habe ich jetzt total übersehen. Einmal die Notbremse. Wow, habe ich Glück. gerade noch so. Hey, cool. Ich hab die Karte platziert. Gibt Maschinen. So, ich muss sagen, der Einstieg ist speziell. Setzen wir uns mal wieder hin. Jetzt sollen wir ganz kurz warten. Übrigens, wenn ihr das Gefühl habt, es ruckelt hier mal ganz kurz, das ist nicht die Aufnahme, das ist das Spiel. Es hat immer wieder mal so kurze Frame-Drops, die gehen teilweise 30, 20 FPS runter, dann geht's wieder rauf. Aber das ist kein neues Phänomen mit Train Sim World. Was echt schade ist. So, verriegeln. Ach, jetzt habe ich den Test ja gar nicht gemacht. Na egal. Fahren wir weiter.
Addington, Bahnsteig 2, Ankunft um 17:25 Uhr. Könnte knapp werden. Aber diesmal machen wir das besser. Hoffe ich zumindest. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Ja, muss noch ein, zwei Mal mit dem Ding fahren, dann glaube ich bitte schon. Auch wieder leicht überschossen. So, diesmal Button. Nikitin freigeben. Ach so, ja, weil du nicht drin bist. So, mal kurz gucken. Vielleicht kann ich da gerade wieder was sammeln. Wenn ich schon mal hier bin. Ah ja, da, Streckenkarte. Geht doch. Auf den Müll. Mehr probiere ich jetzt nicht. Ich will halbwegs in der Zeit sein. Und da verschwinden einfach Leute. So, los geht's. Scheiße, ich hätte weiter vorne einsteigen sollen. Sorry, Leute. Linke Türen freigeben. Ja, wo ist schließen? Ach, der blaue. Ja, da hat er den Bug hier nicht. Das ist wohl nur mit dem Raildriver so. Der Zug vor uns wird am Bahnhof aufgehalten, da sich das Zugpersonal um einen aufgebrachten Fahrgast kümmern muss. Dies könnte Verspätungen für Sie und andere Züge auf der Strecke bedeuten. Ja, cool. Ich hoffe mal, die ist nicht so heftig. Eigentlich eine Ansicht, wo ich draußen bin. Oh ja. Nice. Welche auch für die andere Seite? Ja, auch die ist da. Sehr schön. Ah, diese Mikroruckler, die sind halt schon nervig. Oh fuck, scheiße. Ich hab nicht auf die Distanz geguckt. Au, oh, das wird schief gehen. Oder? Komm ich mit einem blauen Auge weg? Ah, ich glaube, das wird ein blaues Auge. Ja, ganz leicht überzogen. Ah, ich habe auf OBS geguckt. Ja, auf die Distanz. Wir schauen mal aus. Ja, geht ja noch die erste Tür da bei den Spikes. Bisschen unangenehm, aber ansonsten minimal drüber, würde ich jetzt mal sagen. Oh je. Ich sollte mich echt mal auf das Fahren konzentrieren. Und mich nicht ablenken lassen. Widerstandsklima. Ja, ich glaube, die lassen wir lieber aus. So, Türen verriegeln. Wieso machst du das? Naja. Der linke gebliebene Zug vor Ihnen fährt nun weiter, liegt aber nun weit hinter seinem Zeitplan. Fahren Sie nochmal weiter und erwarten Sie weitere Anweisungen in Birmingham New Street. Okay. Spannend.
Also anziehen tut die Klaus 323 echt gut. Oh, ganz leichte Überblendung. km/h. Also brückentechnisch ist hier einiges los. Oh, und 20 kommt auf uns zu. Gelbes Signal, soll heißen, rot kommt. 40 und gleich müssten wir die 20 kommen. Ja, 500 Meter. Ja, da bin ich jetzt leider etwas zu spät. Screenshot. Ah, ich bekomme eine andere Linie. Deswegen so langsam. Und da wäre schon unser Halt. Und Rot ist gerade umgesprungen auf Gelb. Das heißt, zu dem kleben wir jetzt am Arsch. Doppelgelb. Einfach nicht allzu schnell fahren. Cool. Wieder aussteigen. Kann ich hier gerade wieder was platzieren? Wer bist denn du? Geht mit. Hast du diese Leiche vorhin gestern Abend gesehen? Was haben die sich nur gedacht? Okay, das ist neu. Bringt jetzt. What the? Okay. Und ich kann hier nichts platzieren. Schade. Ich glaube, das ist auch neu, dass es hier so Ansagen gibt. So, geh mal wieder rein. Piepsen nervt. Tür. Links schließen. Leider hat unser Zug Verspätung aufgrund neugieriger Zugführer. Das ist ein Bahnsteig 1. Ja, der ist immer schon wieder zu spät. Und ein Abzweig nach links. Screenshot! Jetzt Screenshot. So. Okay, immer Gas. Ich hab jetzt früh Gas geben. Ja, jetzt bin ich ja schon mittendrin. Diese Mikroruckler. Spiel, hör auf damit. Ich meine, es ist schon besser als wie vorher. Vor dem letzten Patch. Da war es echt schlimm. Aber es ist nach wie vor nervig.
Ja, das war doch mal guter Halt. Anderthalb Minuten zu spät, aber naja, was soll's. Dann mach die Tür auf. Kann ich hier was machen? Was irgendwie... Oh, ich glaube, das wird ja nicht mehr benutzt. Ich glaube, der ganze Bereich wird ja gar nicht mehr genutzt. Ob man da Überreste sieht? Ach, hätte ich jetzt gerade bloß keinen Fahrplan. Was ist das? Okay. Deine Kunst. Ja, okay. Wir düsen mal wieder. Meine Verspätung wird immer größer. Aber ich will mich halt auch ein bisschen umschauen. Komm, lass mich rein. Dass man das Piepsen so weit hört, das ist sicherlich auch nicht gewollt. Oh, die PWS war noch isoliert. Naja, für das haben wir jetzt ein grünes Signal. Birmingham New Street, Bahnsteig 12, 1738. Naja, mal sehen. Wieder ein Mikrohuckler. Naja, jetzt hört es ja auch selber. Echt ein bisschen schade drum. Oh, 30 km/h. Ja, mit 1,8% geht es ja auch ein bisschen nach oben, wa? Sieht aber schön aus. Ob eine Strecke von links hier? Wir könnten uns dann eigentlich nochmal den Gleisplan anschauen. Sobald wir in Birmingham sind. Meilen pro Stunde in 800 Meilen. Und einmal gelb. Ja, ich würde sagen, da geht's ein bisschen steil nach unten. Da möchte ich keine kaputten Bremsen haben. 2,4%. Oh, doppelgelb. Wir dürfen einfahren. Nice. Ah, das müsste der andere Zug da sein, der uns da ausgebremst hat. Das sind wir eigentlich eh noch relativ gut in der Zeit. Ja, cool. Das funktioniert auch. Es ist so Hofglanz hier gemacht, dass es sogar hier zurückspiegelt. Geschmackssache. 10 Meilen pro Stunde. Es ist langsam. Ja, schade, dass jetzt sonst nichts rumsteht, wie zum Beispiel ein HST oder sowas. Es ist halt ein bisschen langweilig, wenn halt nur ein Typ halt irgendwie rumfährt. Aber das sind Details. Haben wir sich ja dann im Szenario-Editor selber. Wieso ist das jetzt so dumpf? Ja, okay. Keine Ahnung, warum das jetzt so dumpf ist. Ist das, wenn man... Ah, und jetzt ist es wieder laut. Okay. Ah, Dovetail Games und Quality Control. Zwei Sachen, die nicht zusammenpassen.
Okay, dann schauen wir uns mal kurz den Streckenplan an. Ich mache jetzt aber ganz bewusst die Tür nicht auf. Da wird es noch weitergehen. Mit den zwei Abzweigungen hier. Wir sind jetzt, glaube ich, quasi den Part hier so gefahren. Und auch da hinten wird es nochmal weitergehen. Aber das ist ja definitiv am größten. Andeutung für die andere Linie hier, was wir vorher gesehen haben. Hier vermutlich genau das gleiche. Ich glaube nicht, dass das Abstellungen sind. Gut, machen wir die Türen auf. Und wir steigen mal aus. Ja, ja, ist ja gut. Was machst du hier? Was hast du eigentlich da in dem... Okay. Leute, lauft doch bitte hinter der Linie. Und nicht rechts davon. Seid ihr nicht für Vorbilder? Naja, gut. Das war also die neue Linie. Würde ich jetzt eine Kaufempfehlung geben? Ich würde vielleicht auf einen Sale warten. Also ich habe schon schlechtere Karten gesehen. Aber bis jetzt muss ich mal hin. Aber ihr seht es selber. Es sind einfach Details, die einfach nervig sind. Umprobleme und Co. Es ist noch nicht komplett abrundet. Oder so Scherze wie das hier da oben. Das sind eigentlich Sachen, wo ich mir denke, die müssten eigentlich bei der Abnahme auffallen, wenn man das ein bisschen abtestet. Und das, obwohl sie sogar den Release nochmal verschoben haben. Naja. Die Strecke an sich sieht eigentlich gut aus. Ich denke mal, wenn man sich da ein paar Fahrpläne macht, dann hat man sicher Spaß damit. Aber ja, ich bin halt ein bisschen enttäuscht für den Preis, dass es dann halt da so Bugs drin hat, die nicht sein müssten. Aber trotzdem, hat Spaß gemacht. Ja, lasst mich wissen, was euer Feedback ist. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Abenteuer. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Bis bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.